Warte mal, ist das nicht ein... Das ist doch ein Droik! Da geht nichts, also greifen wir ihn an. Hey, er hat überlebt. Hey, das war sogar ein Treffer. Da hinten ist auch wieder ein Schlachterfisch. So, jetzt würde ich aber gerne da ein bisschen weitergehen. Den Skripter, den nehmen wir mit. So. Okay, da unten waren wir dann schon. Da waren wir schon. War ich hier schon? Offenbar auch. Gehe ich mal hier runter. Bin gerade äußerst verwirrt, wo ich schon war, wo noch nicht und wo ich noch hin soll. Da wäre wieder der Weg. Der müsste da dahinter sein. Genau. Wie hat der uns jetzt gesehen? Über den Hügel? Mist. Ah, jetzt. Und da wäre es dann auch eigentlich weitergegangen mit dem nächsten Weg dann. Der wäre hierher gekommen. Also die Wege führen irgendwie alle zusammen, alle in dieses Gebiet hier. Und das zu erkunden, das ist äußerst anstrengend, zumindest für mich, finde ich. Ja, fast. Wieder fast. Aber jetzt. Denn ich möchte ja nichts übersehen und ich möchte die ganzen Wege hier auch erkunden. Und irgendwie sind das hier überall Wege. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Das ist ein bisschen weiter unten, aber trotzdem getroffen. So, ich glaube, da war ich aber schon. Ja, hier rechts war ich schon. Das ist Wasser. Aus irgendeinem Grund haben wir das da schon erkundet. Also hier rechts war ich schon. Dann werde ich jetzt die linke Seite erkunden. Das da oben dann auch gleich. Komme ich von hinten wahrscheinlich sowieso besser hoch. Da haben wir Feuer fahren. Wisst ihr was, bevor das Spiel nochmal abstürzt, möchte ich nochmal speichern. Also ich habe mittlerweile wirklich keine Lust mehr auf diese ganzen Abstürze. Die gehen mir auf die Nerven. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Der Schlachterfisch hat überlebt. Ich habe den Ding getötet. Okay, jetzt sind sie alle tot. Wie habe ich die denn vorhin übersehen? Eine erkrankte Ratte. Ein normaler Schlachterfisch. Den Gua hole ich mir auch jetzt schnell. Oder ich lasse ihn noch vorerst mal noch liegen, so als Markierung.
und merke mir, dass er hier liegt, so wie ich mir merke, dass da hinten noch irgendwo ein Klippenläufer liegt. Der müsste da oben sein. Ich glaube, ich sehe ihn sogar. Yep, das war er. Sein Schwanz zumindest. So, und das da habe ich schon erkundet. Also zumindest das da. Nach vorne, das ist dieser Weg hier. Das heißt, es geht jetzt dann hier rechts weiter. Das ist ein Kaguti. Da erkunde ich jetzt erstmal um diesen Fleck hier. Langsam geht's, langsam geht's. Stück für Stück erkunden wir hier alles. Oh Gott, aber das alles zu erkunden, das wird viel. Eigentlich will ich das ja auch nicht alles erkunden, sondern wirklich nur den Wegen folgen. Aber irgendwie gibt es hier um jeden Fleck hier einen Rundweg. Okay, da war ich auch noch nicht oben. Jetzt mache ich aber erstmal das hier. Super Lust, dann bist du ein Höllenhund. Tja, der hat uns nicht gesehen. Okay, den Höllenhund holen wir uns schnell. Das ist noch einer. Den habe ich jetzt nicht gesehen, aber er zum Glück auch nicht. Der lebt noch. Ein Pestkranker war das. Und das hier ein normaler. Das ist ein Schalk. Der uns gesehen hat. Ein erkrankter Schalk. So, den Strauche kann ich nicht looten, aber den Suppulus. Oh, die Leiche eines Schlittschreiters, so wie das aussieht. Ich finde das immer wieder cool. Irgendwann werde ich mal einen Schlittschreiter angreifen. Irgendwann. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass es irgendwann so soweit sein wird. So, jetzt würde ich da gerne mal außen rumgehen. Das ist ein Kaguti. Du wolltest es so. Das ist so. Oh, das ging irgendwie schneller, als ich dachte. Diese Suppulus hier hat nichts. Da müssten wir eigentlich schon drauf gewesen. Nein, da waren wir nicht drauf. Wieso waren wir da nicht drauf? Ich dachte, das wäre das, wo wir den... Wo sind wir? Also das haben wir schon erkundet. Habe ich auch hier den Suppulus genommen? Nein. Dann habe ich das hier nicht erkundet. Stimmt, das habe ich nicht erkundet. Aber ich bin da darum herumgegangen. Naja. Also langsam bin ich unglaublich verwirrt, Leute. Geht es euch auch so? Da hinten ist doch ein Kaguti. Da hinten müsste der Weg sein. Dringend nichts ahnen gerufen. Oh, aber bald haben wir es durch. Okay. Ja, okay, was heißt bald durch? Ich muss ja hier auch noch alles erkunden. Ich gehe jetzt mal dorthin. Weil da hinten angeblich der Weg sein soll. Also sehe ich mich da jetzt mal um. Oh Gott. Das da war das, wo der Schlittschreiter oben war. Und da müsste dann der eigentliche Weg wieder sein. Wo wir reingekommen sind. Genau. Okay. Das heißt, ich muss ab hier wieder erkunden. Und da hat uns jemand gesehen.
willst es ja nicht anders. So, Läuferfedern und ein Eisenpfeil. Und dann die Ausdauer mal wieder ein bisschen fit machen. So, da möchte ich auch mal hoch. Nur kurz. Das ist nämlich der eigentliche Weg, wo wir vorhin die ganze Zeit... Also, wo wir hin und her rennen. Die wir gerade erkunden. Au, Akrobatik erhöht. Ja. Oh Mann, ich glaube, ich habe schon wieder keinen Plan, wo ich hier überhaupt bin. Das ist schön. Ich glaube, hier ging es auch nochmal weg. Wieso habe ich das da oben schon alles erkundet? Das ist ja alles am Meer, glaube ich, oder? Oh Mann. Das da habe ich auch schon erkundet. Super. Da habe ich auch schon alles erkundet. Was? Und hier müsste ja dann gleich das Meer sein. Da ist es. Wieso habe ich hier schon alles erkundet? Das gibt's doch nicht. Dann geh jetzt dorthin. Aber hier war ich noch nicht. So, und ich glaube, da geht's zu unserer Straße. Nein, das wäre südwärts, da entlang. Und dann gehen wir da mal kurz entlang. Damit wir das auch erkundet haben. Langsam bin ich unglaublich verwirrt. Sogar sehr stark verwirrt. Da müssten wir jetzt dann wieder auf unseren Weg zurückkommen. Das müsste ein Weg hier rein sein. Da hat uns ein Klippenläufer entdeckt. Komm schon, stirb. Geht doch. Wir können auch nur noch 5 Kilo tragen. So, das haben wir, das haben wir. Das auch, das hier auch und das da. So, der Höllenhund wird gleich getötet. Ja, das war zu hoch. Jetzt. So, da haben wir Feuerfahren. Drama Wurzel, nicht Strauch. Ich dachte, das wäre wieder so eins mit Sumpf oder Schlamm. Aber offenbar nicht. Und das hier ist der eigentliche Weg, bei dem wir sind. Ja. Sehr schön. Da müsste da hinten eigentlich Kogurun... Ach, jetzt fällt mir der Name wieder ein. Kogurun sein. Hm. So, also wir haben... Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt alles nach rechts erkundet haben. Bis dorthin. Tatsächlich nur bis dorthin. Das da hinten nicht. Da fliegt auch noch einer. Hohoho. Ein Schuss, ein Treffer. Plötzlich gehe ich nach links. Da möchte ich nachher auch hin, aber erstmal da umsehen. Da war die eine Leiche. Hier müsste irgendwo der Klippenläufer sein. Da ist er.
Jetzt bitte so plus. So, und hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Bei dem hier, genau. Waren wir auch noch nicht. Oh Mann, ich bin leicht... Ist es nicht ein Flederschatten? Ja, ist es. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, okay, okay. Das ist ein Elite. Da sind Knochen. Das ist noch ein Elite. Das sind... Wieso sind da Knochen? Kann da nichts machen, also vielleicht ist das irgendwo mal wichtig, aber im Moment geht da nichts. Naja, und da unten, da links ist der Flederschatten und dann ist eine Dedera-Ruine, wenn ich das richtig sehe. Wie weit sind wir jetzt schon? Wir haben noch einiges vor uns. Oh Mann. Uchschilakulage. Das möchte ich natürlich möglichst alles erkunden. Muss nicht sein, aber wenn ein Weg hinführt, und ich gehe davon aus, möchte ich da alles erkunden. Und ich gehe auch davon aus, wir haben jetzt bis zu diesem einen Weg da unten, haben jetzt alles da erkundet. Ich gehe also einfach hier jetzt das hier alles weiter ab. Ich weiß nicht mehr. Können wir einen Flederschatten so angreifen? Yep. Mal sehen, wenn wir uns nicht bewegen, stirbt er, bevor er bei uns ist. Ich glaube ja. Jeder Schuss ein Treffer. Bis auf einen. Der ging daneben. Aber der ging komplett daneben. Was sind wir denn da jetzt? Ach, das ist diese Insel da. Okay. Die können wir vielleicht irgendwann mal erkunden, aber nicht heute. Ich bräuchte irgendeine Markierung mal. Irgendwas, das ich merken kann. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das überhaupt dann sehen möchte. Wo ist denn jetzt der Netzchen? Ah, nee. Ins Wasser möchte ich nicht. Du kriegst bei mir nur den Tod. Bis auf deine Seele, die lebt ewig. Gequält. Zwei Kilo können wir sogar noch tragen.